Herzlich willkommen zum Demokratie-MOOC. In diesem Kurs bieten wir Ihnen demokratiepolitische Bildung für alle Bereiche des Bildungswesens. Mein Name ist Christine Reisenhofer und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Demokratiezentrum Wien. Zu meinen Aufgaben gehört es, den MOOC mit meinem fachlichen und didaktischen Wissen digital aufzubereiten. Mein Name ist Gerhard Bisowski. Als Geschäftsführer des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen bin ich für die Umsetzung des Demokratie-MOOC in den Volkshochschulen, in der Erwachsenenbildung und in anderen Bildungsbereichen zuständig. Am Demokratie-MOOC arbeiten auch mehrere Expertinnen und Experten mit. Gertraud Diendorfer ist Politikwissenschaftlerin und Begründerin des Demokratiezentrums Wien. Dirk Lange ist Professor für politische Bildung an der Universität Wien und Leiter des Demokratiezentrums Wien. Ulrich Ballhausen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Didaktik und Demokratie der Leibniz-Universität Hannover und Lehrbeauftragter an der Universität Wien und der Fachhochschule Koblenz. Warum bieten wir diesen Demokratie-MOOC an? Demokratie ist mehr als das Wissen über Parteien, über Gesetze oder über die Verfassung. Demokratie ist auch mehr als alle paar Jahre seine Stimme bei Wahlen abzugeben. Demokratie braucht mündige Bürgerinnen und Bürger, die die Gesellschaft, in der sie leben, auch verantwortungsvoll mitgestalten. Demokratie gibt den Bürgerinnen und Bürgern einen politischen Raum, in dem sie denken und auch handeln können. Einen Raum, der durch einen freien Austausch von Meinungen und Argumenten auch über Medien gekennzeichnet ist. Um Politik und Gesellschaft verantwortungsvoll mitgestalten zu können, ist es notwendig, ein fundiertes Wissen über Demokratie, über Politik und Gesellschaft zu haben. Das Ziel, das mit unserem Demokratie-MOOC verfolgt werden soll, ist die Stärkung des eigenen Zugangs zur Politik. Dafür bietet der MOOC die Möglichkeit, sich ein vertieftes Wissen über Demokratie, Politik, politische Prozesse und gesellschaftliche Strukturen anzueignen. Mit diesem Wissen erwerben Sie zugleich eine gute Grundlage, um demokratiepolitische Bildung in der eigenen Praxis umsetzen zu können. So finden Sie auch Beispiele für didaktische Umsetzungen der einzelnen Lektionen und Module, die Sie im Kontext der Erwachsenenbildung, der schulischen und außerschulischen Bildung umsetzen können. Der MOOC besteht aus 3 Paketen mit insgesamt 10 Modulen. Jedes Modul beinhaltet die Aufbereitung eines bestimmten Themas. Dies geschieht durch einführende Videos, durch fachliche Texte, durch Lektürehinweise und durch didaktische Aufbereitungen. Am Ende jedes Moduls können Sie durch ein Quiz Ihre Erfahrungen überprüfen. Das erste Paket beinhaltet folgende Themen: Politik und Demokratie, Handlungsmöglichkeiten im politischen System Österreichs sowie Demokratie und Medien. Das zweite Paket beinhaltet Geschichte der Demokratie, Kampf um Demokratie, Migration, Integration und Identitäten, Demokratie in Europa und weltweit. Und das letzte Paket beinhaltet 4 Module: Grundrechte und Rechtsstaat, Demokratie und Wirtschaft, Freiheit und Sicherheit sowie Staat, Ideologien und Religionen. Am Ende des MOOCs verfügen Sie über ein gutes fachliches Verständnis im Themenfeld der politischen Bildung und in der Demokratiebildung. Dieses Wissen wird Ihnen dabei helfen, Ihre eigenen Planungen und Umsetzungen von Veranstaltungen und Unterricht zu unterstützen. Die Module des Demokratie-MOOC sind von der Weiterbildungsakademie Österreich anerkannt und sie eignen sich auch sehr gut für die Verwendung in den Programmen der Initiative Erwachsenenbildung. Wir stellen Ihnen Materialien und Unterlagen für die Programmplanung und für die Verwendung im Unterricht zur Verfügung. Diese Materialien können Sie frei herunterladen, Sie können sie auch selbstständig adaptieren und dann wieder weiterverwenden. Wenn Sie uns Ihre Materialien zur Verfügung stellen wollen oder die Ihrer Kolleginnen und Kollegen, dann bitte wenden Sie sich an demokratie@vhs.or.at. Nun wünschen wir Ihnen einen spannenden und interessanten Demokratie-MOOC.